finde das Projekt interessant und ich finde es förderlich für die politische Bildung von Jugendlichen. Das Projekt war überfällig, weil ich glaube, dass die Politik Nachwuchs braucht. Wo ich das entnommen habe, dass das Projekt auch hier in Bersenbrück stattfindet, bei euch hier. Aber ich sage, Mensch, da werde ich vielleicht mitmachen, weil für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass Jugendlichen, gerade junge Menschen, Kontakt haben mit Politikern, mit Politik, überhaupt, dass sie merken, dass deren Stimme sehr wichtig ist. Ich möchte mit begeistern, ich möchte zeigen, dass Politiker nicht so sind, wie sie in der Presse und im Fernsehen dargestellt werden. Wir sind Bürgervertreter, wir vertreten Interessen der Bürger. Zum einen ist es schön, wenn sich Schüler für diese Themen interessieren, weil gerade aus dem Bereich, finde ich, fehlt uns immer Input. Wir leben so ein bisschen in unserer eigenen Welt und da kriegen wir mehr Kontakt. Ich finde Bersenbrück eigentlich schön, wie es ist, aber ich denke, dass WLAN, also freies WLAN, öffentliches WLAN sinnvoll wäre, weil WLAN ist halt ein Teil von unserer Gesellschaft geworden. Ich will mich aktiv in der Politik beteiligen, weil meiner Meinung nach sollten alle entscheiden, was um ihn herum passiert. Dass es hier und da vielleicht so an gewissen Plätzen fehlt, die ja ansprechend genug sind für jüngere Leute, wie ihr das eben seid. Es gibt viele Dinge, die verbessert werden müssen. Einige Themen waren ja schon öffentlicher Personennahverkehr, WLAN, also Digitalisierung ist ein ganz wichtiges Thema. Und deshalb sollten Sie auch schon Ideen reinbringen. Ich habe heute ganz viele schöne Ideen vorhin schon gehört, die ganz, ganz wichtig sind und die deshalb auch schon reinfließen sollten. Wir müssen auch die Interessen der jungen Leute, der nachwachsenden Generation beachten. Wir haben Interesse, diese Samtgemeinde und unsere Gemeinden zu gestalten, zu verbessern, sodass wir hier schöne und gute Lebensverhältnisse haben. Grundsätzlich ist es immer schön, wenn Menschen sich für eine Sache interessieren und für die Gemeinschaft einsetzen. Ich fand die Ratssitzung sehr gut im Endeffekt, weil die Schülerinnen und Schüler waren alle sehr diszipliniert und haben gut mitgemacht und auch, was mir auch sehr gefreut hat, es haben viele Stellungen dazu bezogen, zu den einzelnen Anträgen. Und das hat mich gefreut, dass man so viel ins Gespräch gekommen ist. Verändern heißt nicht immer alles auf links drehen, das muss nicht sein. Aber kleine Schritte sind auch Veränderung, kleine Entwicklung, Schritte zur Entwicklung, zur Förderung der Menschen, damit die Menschen halt besser leben können auch.